möchten wir versuchen. Die Regeln dieser noch jungen Fun-Sportart sind einfach. Man muss versuchen, durch einen Parcours zu fahren, ohne Fehler zu machen. Und man darf sich nicht mit dem Fuß abstützen. Und die Punktrichter, die hier durch diese Sektion rennen, die gucken also ganz genau, ob man zur Wiederherstellung des Gleichgewichts einen Fuß auf die Erde setzt oder eine Hand setzt oder gar auf die Klappe fliegt. Und so folgen die Punktrichter den Fahrern auf Schritt und Tritt durch die 6 Sektionen. Die Zeit spielt beim Trialfahren eine eher untergeordnete Rolle. Es gibt lediglich eine 2-minütige Begrenzung pro Sektion. Das Besondere beim Indoor-Trial in Hannover war, dass erstmals die Fahrer beider Weltverbände UCI und Bike Trial aufeinandertrafen. Die Stimmung ist vor und nach dem Wettkampf sehr gut. Während des Contests kämpfen wir natürlich gegeneinander. Aber das ist normal. Natürlich will jeder gewinnen. Beim Trial müssen die unterschiedlichsten Hindernisse überwunden werden. Bei der Auswahl der Hindernisse scheint das Motto, je ungewöhnlicher, desto besser zu gelten. Natürlich kommt es dabei hin und wieder auch zu Stürzen. Der dreifache deutsche Meister Stefan Schlie, über den wir nächste Woche noch ein ausführliches Porträt zeigen, legte den wohl spektakulärsten Crash an der Halfpipe hin. Das kann selbst einem deutschen Meister passieren, denn keine Trialstrecke gleicht einer anderen. Neu ist das im Grunde immer, weil eine Sektion wird immer neu kombiniert. Da hat man Hindernisse, die man an sich schon kennt, aber durch geschickte Absperrungen sind dann immer so ein paar Schwierigkeiten, die man vorher nicht irgendwie weiß. Einen Trial-Contest zu besuchen bedeutet hautnah dabei zu sein. Bei kaum einer anderen Sportart kommt man so nah an die Strecke wie beim Mountainbike-Trial. Nach gelungener Premiere wollen die Betreiber der Fun-Sporthalle 25 nächstes Jahr übrigens die offizielle Indoor-Trial-Weltmeisterschaft ausrichten. Wer sich jetzt für den Trial-Sport interessiert, der kann ja mal reinschauen.